Willkommen beim Kanal Odysseus. Trump will Apple als Ausrüster für 5G. Als ich diese Meldung die letzten Tage gelesen habe, dachte ich mir zuerst, es handelt sich hier um einen Scherz. Ich wurde jedoch eines Besseren belehrt und ich habe dann diese Nachricht ein paar Tage liegen gelassen. Und mir sind einige Bilder in den Kopf gekommen, die ich heute mit euch teilen möchte. Ich gebe zu, die gleich nachfolgend gezeigten Informationen sind nur Annahmen. Aber wie wir wissen, passiert in dieser Welt nichts aus Zufall. Und es scheint auch hier, wie bei manch anderen Ereignissen, nicht zum ersten Mal, dass die Dinge viele, viele Jahre bereits im Vorfeld zuvor geplant und entschieden wurden. Einige Kommentatoren haben mir geschrieben, warum ich mich um das Rundherum vom 5G beschäftige, also einige Videos bringe, bei dem nicht nur die gesundheitlichen Aspekte beleuchtet werden, sondern auch die technischen Einzelheiten erklärt werden, Netzwerkausrüster und so weiter. Es wäre ohnehin uninteressant, weil 5G schädlich und tödlich ist und alles andere unwichtig. Auf diese Frage hier möchte ich mit einem Zitat von Sun Tzu antworten, der 500 in etwa vor Christus gelebt hat, ein General und Militärstratege. Wenn du deinen Feind kennst und dich selbst kennst, brauchst du das Ergebnis von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Und das ist genau der Grund, warum wir alle Informationen brauchen, wenn wir gewinnen möchten. Wir müssen die Netze wissen, wir müssen die Technik wissen, wir müssen die Hersteller wissen, was sie jetzt vorhaben und später vorhaben und so weiter. Einfach alles. Gepaart mit diesem Wissen über uns selbst, über unsere Stärken und unsere Schwächen, brauchen wir dann 100 Kämpfe nicht zu fürchten. Wir werden gewinnen. Aber zurück zu unserem Thema. Der neue Stern am 5G-Himmel soll also Apple werden. Apple soll der neue Gegenspieler Huawei's werden. Ich möchte euch jetzt hier ein kleines Video vorspielen. Steve Jobs 1983 bei der Vorstellung eines Werbevideos. Ja, ihr hört richtig, bei der Vorstellung eines Werbevideos. Das muss doch wirklich ein sehr wichtiges Werbevideo sein. Normalerweise stellt doch immer irgendwelche Produkte vor. Aber dieses Werbevideo war so wichtig, um hier eine Rede im Vorfeld zu halten und auf dieses nachfolgende Werbevideo einzugehen. Aber hören wir uns jetzt erst einmal die Einführung an. It is now 1984. It appears IBM wants it all. Apple is perceived to be the only hope to offer IBM a run for its money. Dealers, initially welcoming IBM with open arms, now fear an IBM-dominated and controlled future. They are increasingly and desperately turning back to Apple as the only force that can ensure their future freedom. IBM wants it all and is aiming its guns on its last obstacle to industry control, Apple. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age? Was George Orwell right about 1984? Eine sehr eindrucksvolle Rede, nicht wahr? Ich möchte euch jetzt bitten, das Wort IBM auszutauschen gegen Huawei. Dieses Video noch einmal anzuhören. Ganz genau noch einmal anzuhören. It is now 1984. It appears IBM wants it all. Apple is perceived to be the only hope to offer IBM a run for its money. Dealers, initially welcoming IBM with open arms, now fear an IBM-dominated and controlled future. They are increasingly and desperately turning back to Apple as the only force that can ensure their future freedom.
IBM wants it all and is aiming its guns on its last obstacle to industry control, Apple. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age? Was George Orwell right about 1984? Werden die großen Gegenspieler Huawei und Apple sein? Werden das die zwei großen Gegenspieler sein? Das ist die Frage. Aber einer wird gerade aufgebaut. Und von genau diesem Gegenspieler ist hier die Rede. Er muss ja gar nicht aufgebaut werden. Hat dieser Gegenspieler vielleicht sogar schon die komplette Technik zur Verfügung? Wird es am Ende zwei große Gegenspieler geben? Der eine, der das Gute repräsentiert, und der andere, der das Schlechte repräsentiert. Immer das alte Spiel, schwarz und weiß, oben und unten, gut und schlecht. Natürlich können wir nicht darüber sprechen, dass Apple der Gute ist, aber einer muss ja die Rolle übernehmen, nicht wahr? Und nun zeige ich euch das erwähnte Werbevideo von 1984. Dieses Werbevideo wurde zum Super Bowl gespielt. Es war ein so wichtiges Video, dass am Ende es gar nicht mehr um das Spiel im Super Bowl gegangen ist, sondern jeder hat über dieses Werbevideo gesprochen. Und wenn wir uns dieses Werbevideo mal genau ansehen, dann ist dieses Werbevideo top aktuell. Passt genau in die Zeit, in der wir leben, als wären diese ganzen Jahre niemals dazwischen gestanden. Schaut euch bitte alle Details in diesem Werbevideo an. Jede Kleinigkeit ist ein Hinweis, ein versteckter Hinweis. The day we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom, secure from the pests of a contributory. Is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Warum 1984 nicht aussieht wie 1984? Das ist noch nicht mal in unserer Zeit. Das steht uns noch bevor. Und diejenigen, die meine Videos hier auf dem Kanal kennen, muss ich vielleicht sogar gar nicht mehr viel erklären, weil alles, was in diesem Video als Inhalt ist, haben wir in den ganzen anderen Videos hier auf dem Kanal schon sehr oft besprochen. Die AI-Zukunft, die vor uns steht, die absolute Kontrolle der Menschheit, alles ist hier in diesem Video ganz klar zu erkennen. Und dass nun Apple aufgebaut wird als neuer 5G-Ausrüster, heißt nicht, dass Apple die Kontrolle über die 5G-Netze weltweit erhält. Nein. Aber es heißt auch nicht viel weniger, als dass Apple nun aufgebaut wird als Gegenspieler. Als Gegenspieler, der Apple schon immer sein sollte und werden wird. Apple wird eine sehr, sehr große Rolle spielen. Es wird am Ende, meiner Meinung nach, nur noch zwei geben. Und wie es aussieht, wird es Google nicht sein. Spielt eine Rolle, wer diese neuen Roboter produziert. Wer diese neue Technik kontrolliert. Und hier ist die Firma Apple ganz klar Nummer 1 in den USA. Und wenn wir nun nach China blicken, welche Firma dort die Nummer 1 ist in der Technologie, im 5G-Bereich, im Computerbereich, dann ist das die Firma Huawei. Also hat Steve Jobs anscheinend schon vorher gewusst, dass es am Ende nur zwei geben wird. Nur noch zwei übrig bleiben werden, die um die Vorherrschaft kämpfen werden. Sogar die Roboter werden gegeneinander kämpfen. Und wenn die Roboter miteinander fertig sind, bleiben nur noch die Menschen und die Roboter. Und das sind dann die endgültigen letzten zwei. Also zuerst findet die Vorherrschaft in der Computerbranche statt.
wer wird die Nummer 1 in der Computerbranche? Und dann, wer wird die Nummer 1 über diesen Planeten? Ich möchte heute auch nicht so weit ausholen mit dem Video. Dieses Video wurde in vielen, vielen YouTube-Kanälen bereits auseinandergenommen. Dies erklärt, jenes erklärt. Ein Zusammenhang hergestellt natürlich zu George Orwells 1984. Ich möchte mich jetzt daran nicht beteiligen. Ich bin überzeugt, dass dieses Video Stück für Stück, Jahr für Jahr uns mehr von dieser Wahrheit offenbart und mehr zum Tageslicht kommt, was in diesem Video gemeint worden ist. In 1984, 1995, 2005, keiner hätte sich vorstellen können, dass sich die Zukunft so entwickelt. Auch damals hat man nicht richtig verstanden, was in diesem Video eigentlich gezeigt wird. Aber je näher wir dieser Zeit nun kommen, desto mehr und besser verstehen wir dieses Video. Dafür ist es gedacht, auch als ein Warnsignal, eine Erinnerung, was es jedoch mit Sicherheit nicht war, ein ganz einfaches Werbevideo, ohne Bedeutung, ohne Hintergründe, ohne versteckte Informationen. Nein, dafür wurde es mit Sicherheit nicht produziert. Steve Jobs wusste mehr und die Firma Apple weiß auch jetzt viel mehr, als wir uns vorstellen können. Diese Unternehmen haben eine Mission zu erfüllen und darauf sollten wir immer ein wachsames Auge haben. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Collectives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of their contributory force. Our unification of force is more powerful a weapon than any fleet or army on Earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.